Einen schönen guten Nachmittag. Ich hoffe, Sie haben alle Ihr Essen gut verdaut. Ich habe nichts gegessen, aber ich bin fit. Erstmal, wir werden nicht über die Großstädte reden, wir werden einfach nur über Städte reden. Und es geht um Klimawandel in der Stadt und ich werde auch nicht über Klimaschutz sprechen. Jemand hat ja mal gesagt, Deutschland ist kein Volk der Denker und Dichter mehr, sondern ein Volk der Denker und Dämmer. Wärmedämmung gemeint. Das machen wir nicht. Wir sind reine Anpasser. So, Städte sind anders. Städte haben ihr eigenes Klima, das wissen Sie, das ist jetzt fast schon euer Narrativ tragen. Die Temperatur ist höher, es gibt den Wärmeinseleffekt, wir haben andere Niederschlagsverhältnisse und wir haben eigentlich auch andere Windverhältnisse. Ich bin ein fauler Hund, deshalb rede ich heute nur über Regen und Temperatur, den Wind lasse ich mal weg. Aber wenn wir über all diese Dinge sprechen, dann können wir da ja nicht autistisch vorgehen, sondern wenn wir den Klimawandel und die Stadt betrachten, dann ist es genauso wichtig, auch andere Dinge zu betrachten, wie den demografischen Wandel, wie die Energiewende. Wenn Herr Flassbart hier wäre, dann würde er sagen, ja, die Energiewende, die kommt langsam an Sie heran. Das heißt, die Energieproduktion, die regenerative Energieproduktion, die erfolgt dezentral vermutlich. Und das wird auch die Stadtplanung verändern. Und es gibt auch eine Veränderung beim Bewusstsein. Also ich für mich selber interessiere mich für Autos, habe immer gerne Porsche gefahren. Mein Neffe, den interessiert das überhaupt nicht mehr. Der hat sein Smartphone und der Rest ist ihm egal. Also das ist also nicht nur der Klimawandel, mit dem sich ein Stadtplaner zu beschäftigen hat, sondern es sind auch viele andere Dinge. Und irgendjemand hat mal gesagt, die Bürgermeister, das sind die großen Helden unserer Zeit. Ja, da ist auch was Wahres dran. Nämlich auf einem ganz kleinen Bereich müssen die all das lösen, was wir als großes soziales Problem zu lösen haben in den nächsten 100 Jahren. Also es ist schon hochkomplex. Gleichwohl, das Thema Wärme und mehr extreme Ereignisse im Kontext Niederschlag ist ein Problem. Und das ist jetzt nicht aus dem Erzgebirge, aber ich könnte jede beliebige andere Stadt auch nehmen. So oder so ähnlich sieht das eigentlich überall aus. Die Temperatur in der Stadt ist anders als die im Umland. Und hier rot ist mal die City von Köln und blau ist draußen und grün ist die Differenz. Und dann sieht man mal so einen Tagesgang, mal so locker 10 Grad. Das kann auch im Einzelfall mal mehr werden. Hier nochmal ein anderes Bild, Hamburg und Berlin, auch wieder die Temperaturdifferenz gezeigt, unterschiedlich dargestellt, aber das spielt hier keine Rolle. Man erkennt, Städte sind anders. Und je größer sie sind, umso größer ist auch der Effekt. Das kann man auch empirisch darstellen und da hat mein Mitarbeiter auch mal ein bisschen die Statistik gequält und Annaberg eingetragen. Also was man hier eigentlich sieht, ist unten die Zahl der Einwohner und dann sowas Ähnliches wie so ein Hitzeindex, der über die Temperatur sich darstellen lässt. Und da kommt eigentlich raus, wenn ich ganz viele Dinge weglasse, desto größer die Stadt, desto größer der Effekt. Und dann sieht man so bei den großen Städten da nah bis ran an 10 Grad. Köln hatte ich ja gerade eben schon gezeigt. Und Annaberg ist dann etwas bescheidener, ja. So, und wir wissen natürlich auch, was wir zu tun haben. Das ist nicht wirklich neu, das wussten unsere Altvorderen auch. Man kann die Bebauungsstrukturen verändern, reflektierende Oberflächen, Fassadenbegrünung, Schatten, Frischluftschneisen und all diese Dinge, die wir kennen, um das Temperaturniveau einer Stadt herunterzukriegen. Das ist gut bekannt. Auch was wir beim Niederschlag tun müssen, ist im Prinzip gut bekannt. Aber wenn man einen Augenblick darüber nachdenkt, dann erkennt man doch beträchtliche Unterschiede. Der Aufwand ist nämlich, insbesondere wenn wir in so Kanalnetzmodellierung hineingehen, Kanalnetze, gewaltig. Der Anpassung im Temperaturbereich kann man, je nachdem, etwas leichter stemmen. Wenn wir im Wasser sind, ist die Sache wirklich kompliziert. Und ich sagte ja schon, das ist nicht nur eine Frage der Temperatur, sondern es ist auch eine andere Frage, demografischer Wandel. Hier haben wir mal so eine Karte produziert, die hat mal versucht, diese Effekte mal so ein bisschen zu zeigen. Und zwar sieht man auf der Karte zunächst einmal eine Temperaturverteilung. Blau ist dann halt kalt und rot ist warm, man erkennt sofort den oberen Rheingraben und dann ist aufgezeigt an Farbe, welchen Grünflächenanteil die Städte haben, also rot, ein roter Punkt heißt wenig Grünflächenanteil, grüner heißt alles super. Und dann gibt es, je nachdem wie groß der Punkt ist, eine Aussage darüber, wie die Altersstruktur ist. Wenn wir die Bevölkerung über 65 Grad einen Prozentsatz mehr als 22 Grad haben, ist der dort ein bisschen größer.
Das ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen, aber gleichwohl, man sieht sofort, wo die Hotspots dieser Republik sind. Ne? Normalerweise blinkt das denn da hinten auch immer, wollte mal nicht. Karte ist nicht von uns, sondern vom BBSR, aber ich denke mal, man kann sehr gut erkennen, vor welchen Herausforderungen wir auch insbesondere in den neuen Bundesländern stehen. So, gesetzlich ist vieles teilweise geregelt. Wir haben das Baugesetzbuch geändert bekommen. Da steht auch schon eine Menge Richtiges drin. Für meinen Geschmack könnte es noch ein bisschen präziser sein, aber ganz wesentliche Dinge kann man daraus ableiten. Und es ist nicht nur Klimaschutz erwähnt, sondern es ist auch schon Anpassung erwähnt. Das habe ich immer als Fortschritt gesehen, denn in der Vergangenheit wurde das Thema Klimawandel mit Bauen und Stadt eigentlich fast immer nur mit Klimaschutz in Verbindung gebracht. Hier sieht man mal Anpassung. Aber wie gesagt, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Präzision. So, und was ich jetzt als nächstes zeigen will, wir haben das Problem erkannt, der Gesetzgeber hat tendenziell reagiert und jetzt gehen wir ganz praktisch daran. Wie können wir damit praktisch umgehen? Was kann die Klimatologie liefern, um den Entscheidungsträgern das Leben nicht leichter zu machen, das will ich ja gar nicht, aber denen eine zusätzliche Information zu liefern. Und was macht man da? Ein wesentliches Werkzeug ist die Klimamodellierung, so wie wir sie kennen. Die Klimamodellierung, man kann sie downscalen bis auf eine Stadt. Das kann man machen. Das kann man deshalb machen, weil wir in der Vergangenheit Temperaturannahmen auch auf eine Stadt aufgeprägt haben. Jetzt geht es letztendlich nur darum, welche Zuschläge hämmern wir da drauf. So, und dann kann ich also eine Stadt beliebiger Größe in einem Modell als Modell nachbilden, in einen Rechner stecken und durchrechnen. Ich lasse einfach den Klimawandel drüber laufen. Und was Sie hier sehen, ist genau sowas. Hier, und zwar sind Sommertage dargestellt, ich könnte was anderes darstellen. Rot sind ganz viele Sommertage, also 80, 85, 90 Stück oder sowas. Und blau, das sind gerade 5. Und dann sehen Sie unten einen schwarzen Zeitbalken laufen, von 1961 bis 2100. Schauen Sie sich mal in Ruhe an. Das ist Frankfurt. Und dann erkennen Sie, jetzt geht's los, jetzt werden immer mehr rote und fast schwarze Flecken sichtbar. Und wenn Sie mal die Zahlen sich angucken, die dahinter stecken, dann werden Sie nachdenklich. Denn 90 Sommertage, also 90 Tage mit mehr als 25 Grad in einer Stadt wie Frankfurt, das ist kein Spaß. Dazu gehören ja auch die entsprechenden Nachttemperaturen, die auch hochgehen. Das ist hochbelastend, was dabei rauskommt. Und das ist ja, Frankfurt ist ja, naja, ist auch schon relativ warm, aber es ist nicht der Oberrheingraben, ne? Das ist nochmal eine andere Nummer. Also das Problem wird hier nochmal sehr deutlich und man hat auch das Werkzeug, um jetzt die hart betroffenen Quartiere zu identifizieren, das sieht man hier, auch belastbar. Und man kann jetzt als nächstes daran gehen, wie kann ich mit baulichen Veränderungen das Problem entschärfen. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Die Frankfurter haben sich viel Mühe gegeben dabei und sie haben Folgendes getan. Das haben andere Städte mittlerweile auch, ich nehme das nur hier als Exempel. Man hat seine Stadt, man hat die Landnutzung, die haben wir in den Rechner gesteckt und haben geguckt, was passiert. Oh, jetzt habe ich eine Idee, was mit meiner Stadt in den nächsten 30, 40, 50 Jahren passieren soll. Und wenn ich fähig bin, also wenn ich noch nicht so viele Wutbürger habe, die mir das kaputt machen hier, wenn ich noch offen kommunizieren kann, was ich denn verändern will, dann kann ich diese Änderung auch simulieren. Und das kann man hier sehen an zwei Bereichen, wo man die geplante, geänderte Landnutzung aufgezeigt hat. Und hier einmal der Nordosten, man erkennt, man hat mehr Wald, oder man will mehr Wald einbauen. Und dann kann man sehr schnell auch den Effekt sehen. Da, wo der Wald ist, das sehen Sie da oben rechts. Und dann, wenn Sie oben rechts die Änderung der Sommertage erkennen, sehen Sie sofort, es ist grün. Also reduzieren Sie die Zahl der Sommertage, Sie reduzieren die Zahl der belastenden Tage. Das können Sie richtig nicht in Cent und Euro ausrechnen, sondern schön in Kelvin. Also Sie haben damit eine Entscheidungshilfe in die Hand gekriegt. Was man allerdings auch sieht, wenn Sie lokal etwas ändern, bleibt das auch eine lokale Änderung. Sie können nicht erwarten, wenn Sie mal irgendwo ein paar Quadratmeter Wald oder so etwas einbauen, dass das eine große Wirkung auf die ganze Stadt hat. Das passiert nicht. Die Wirkung ist lokal. Zweites Beispiel, hier aus dem Südwesten, da ist alles Mögliche, was soll geändert werden. Es ist ein bisschen mehr, kommt ein bisschen Wald rein, aber es kommt auch mehr Bebauung rein, Blockbebauung. Und man kann wieder den Effekt eigentlich sehen, wie die Zahl der Sommertage dann drastisch hochgeht. Und damit auch die Zahl der heißen Tage. So,
typische Vorgehensweise ist, das kann man machen, das geben wir den Entscheidungsträgern in die Hand und dann wissen sie, was sie, wenn sie da was ändern, was das klimatologisch bedeutet. Wir wissen natürlich, das ist nicht alles. Wir wissen, es ist umzugehen mit dem demografischen Wandel, es ist umzugehen mit solchen Prinzipien wie eventuell die wachsende Stadt, wie in Hamburg und andere Dinge mehr. Die finale Entscheidung trifft natürlich die Politik, das ist klar. Aber ich denke, dass man hier ein hochwirksames Werkzeug hat, um solche Entscheidungen, ja, nicht leichter zu machen, aber um diesen Klimaeffekt mit abschätzen zu können. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist natürlich, das kostet Kraft. Nicht nur bei uns, das kostet Kraft auch bei den Städten, bei den Kommunen. Man muss also schon einen Mitarbeiter haben, der sich damit beschäftigt. Das haben nicht alle. Also, ich bin ja ein ganz praktischer Mensch. Geht es jetzt darum, etwas zu finden, womit auch eine kleine Kommune, ein Oberamtsrat mit nur 4 Stunden in der Woche fertig wird. Und das zeige ich Ihnen jetzt gleich. In der Hierarchie sieht das etwa so aus. Das, was ich gerade eben gezeigt habe, ist der graue Mittelbereich. Und was ich Ihnen jetzt zeige, ist so ein bisschen, und das ist wirklich neu, das habe ich gestern das erste Mal in Hannover gezeigt, es ist also wirklich funkelnagelneu und ist auch eine Beta-Version. Also was Sie hier sehen, ist jetzt kein Internetauftritt. Wir können ich nenne das immer Sensitivitätsstudien, wir können gucken, was es bedeutet, wenn wir Gebäude erhöhen. Wir können gucken, was passiert, wenn wir versiegeln, prinzipiell die Effekte sichtbar machen. Und das wird ein internetbasiertes Tool für kleine Kommunen. Wir nennen das Kind Inkas. Informationsportal Klimaanpassung in Städten. Was passiert da? Ich spiele da jetzt ein bisschen rum, ich hoffe, es klappt. Ich gucke mal aus, wie groß das Ding ist. Hier mal 100 Quadratkilometer. Ich schaue mir an, was für eine Bebauung ich habe, Blockbebauung, wie die Umgebung aussieht, hier Freiland. Und dann muss ich noch auswählen, was ich eigentlich anpassen will. Also hier will ich mal in der Gebäudehöhe rumdrehen. Zack. So, und dann sehe ich hier auf der linken Grafik, das ist ein Sommertag, ein hochbelastender Sommertag, ne, mit mehr als 30 Grad, das ist der rote Pfeil auf der linken Seite da, 30 Grad Lufttemperatur und Minimum in der Nacht, also 16, 17 Grad, irgendwie sowas. Mein Gebäude ist 13 Meter hoch und das Referenzgebäude, mit dem ich das vergleiche, ist 19 Meter hoch. Rechts sehe ich dann den Effekt. Ich sehe also, wenn das Gebäude niedriger ist als das Referenzgebäude, ist die Temperatur natürlich darunter. Und jetzt fange ich an, das Gebäude hochzudrehen. Sehen Sie auch hier schön, zack. Bin ich beim Referenzgebäude und der Höhe und der Höhe und der Höhe. Ich bin jetzt nicht in Shanghai, aber immerhin 31 Meter schaffe ich, könnte auch mehr. Und man sieht sofort, welchen Effekt das hat. Die Maximumtemperatur steigt an, natürlich, aber nicht so brutal wie die Minimumtemperatur. Das ist auch den Effekt, den wir natürlich kennen. Aber für den gemeinen Stadtklimatologen bedeutet das, er kriegt mal Zahlen in die Hand, mit denen er argumentieren kann. Kann man natürlich auch ein anderes Beispiel nehmen, indem wir die Versiegelung nehmen. Hier sehen Sie, wenn Sie das Bild da links sich angucken, dann sehen Sie, grau ist die Versiegelung, grün ist Wiese und das braune ist einfach nur Steine. Und dann die Referenzversiegelung ist hier mal 80% und dann drehen wir an der Versiegelung mal rum. Also so langsam nähern wir uns dem Referenzwert und wenn wir dann, sagen wir mal, 90% Versiegelung angekommen sind, hoffentlich macht er das, ja, dann erkennen wir den Effekt, den wir da haben. So. Das geben wir den Nächsten in die Hand, den Entscheidern, um ein erstes einfaches Werkzeug zu haben, damit sie nicht immer das ganz große Geschütz auffahren müssen. So, ich denke, damit hat man für die Temperatur, ich sage mal, ein VW Polo und man hat einen Porsche Cayenne da stehen, mit dem man die Problematik anfassen kann. Aber das ist ja nicht das einzige Problem. Das Überwerbungsproblem ist, ich sage mal, das Angenehmere von den beiden Problemen. Ich sage immer, die Temperatur, das ist leicht in der Vorhersage leicht zu erfassen, auch in der Klimatologie angenehm. Der Niederschlag, der ist zickig, der macht uns in der Vorhersage einen Haufen Probleme, er macht uns auch in der Klimatologie einen Haufen Probleme. Und dieser kleine Film, der da gerade eben abgelaufen ist, ich habe mal nicht hingeguckt, ich versuche es nochmal, das zeigt einfach nur, wenn Sie genau hingucken, jetzt einen kleinen Schauer, der äußerst lokal begrenzt ist. Ne? Aber da kam richtig was runter. So, und das kriegen Sie natürlich in der Vorhersage nicht richtig in den Griff. Das haben Sie auch in der Klimatologie natürlich nicht wirklich im Griff. Und gleichwohl wollen wir ja aber auch für sowas Anpassung betreiben.
Und klimatologisch kann man das natürlich für sich unterschiedliche Städte angucken, was schwierig ist, weil unsere Stationsdichte gar nicht ausreicht normalerweise für solche Sachen, was Sie da sehen. Das ist für Hamburg mal gemacht, aber im Grunde mehr mit klimatologischem Sachverstand als mit Messungen. Aber man erkennt eigentlich, in der Stadt ist es auch unterschiedlich, mehr soll das Bild gar nicht sagen. Und jetzt kommt ein Bild, was ich immer besonders liebe, nämlich den Stationsfanatikern immer so ein bisschen um die Ohren hau. Links sehen Sie mal Stationen, auch wieder Hamburg, aber es ist völlig egal. Und Sie sehen Niederschlag, braun, rot, das ist so 20 mm in der Stunde, was eine Menge Zeug ist. Und dieses blaue da, das sind 50 mm in der Stunde, also da geht es richtig ab. Sie sehen bei dem linken Bild, wie gesagt, die Stationsbilder, diese Kreise, diese Bubbles. Das ist alles natürlich nicht vernünftig, das ist nicht klimatologisch. Das ist einfach nur das, was die Stationen gesehen haben, diese vier, die es da gibt. Und dann kann, weil die Repräsentativität natürlich begrenzt ist, kann man nur solche Bubbles da drum malen. So. Und rechts sind die Wahrheit. Das ist ein Satellitenbild, Radarbild, Entschuldigung, was für die gleiche Situation gemacht wurde. Der Extremniederschlag im Stadtkern von Hamburg wurde überhaupt nicht erfasst durch die Station. Also wenn wir an den Niederschlag heran wollen in den Städten, dann gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Das ist das hochaufgelöste Radar mit einmal 1 Kilometer Auflösung. Dann können wir diese Dinge erfassen. Das Ärgerliche an der Geschichte ist, es gibt ja immer einen Haken an der Sache. Wir haben erst seit 10 Jahren Radar verfügbar in der Form, dass wir das statistisch auswerten können. Radar gibt es schon lange. Im Zweiten Weltkrieg haben wir es ja benutzt für Flugzeugerkennung und dergleichen mehr. Aber eben Niederschlagserkennung und nicht nur Niederschlagserkennung, sondern Niederschlagsaufbewahren, speichern und statistisch auswerten, 10 Jahre. Klimatologe weiß, 30 Jahre bräuchten wir. Also da sind wir noch am Anfang, wir müssen noch viel improvisieren. Aber das ist die richtige Richtung. Man kann natürlich auch die Modelle quälen. Und hier rede ich wirklich von quälen. Denn was bei der Temperatur hochaufgelöst einigermaßen geht, ist natürlich beim Niederschlag fast schon eine Frechheit. Ja, aber wir haben es mal gemacht, hier sehen Sie das mal, 3 Kilometer Auflösung für bis 2030, nur mal zu gucken, ob eine Stadt sich irgendwie auch in der Simulation anders verhält. Und man erkennt, ja, wieder ein norddeutsches Beispiel, ne? Man erkennt so gewisse Effekte. Die Jahreszeiten sind unterschiedlich, im Winter und Frühling hat man so einen Lee-Effekt hinter der Stadt da und im Sommer scheinbar mehr Trockenheit und im Herbst sieht man nichts. Also ich bin nicht überzeugt, wir haben das mal gemacht. Aber wir werden, wenn wir im Bereich der Stadtklimatologie und über Niederschlag reden, werden wir über Beobachtung reden. Das ist entscheidend und das muss auch in den Köpfen rein. Ne? Die Beobachtung werden eine ganz neue Bedeutung wieder bekommen müssen. Wenn wir über die Niederschläge reden. Noch eine Frechheit. Man kann natürlich mal gucken, was die Modelle dann so machen, was die Extremniederschläge angeht. Das ist hier auch gemacht. Da unten sehen Sie die Zeit und oben sehen Sie auf der Ordinate die Überschreitungswahrscheinlichkeit. Und da kommt dann sowas raus wie ein Ereignis, das wir heute einmal im Jahrhundert erleben, dreimal häufiger auftreten kann, aber mit einer irren Spannbreite. Ne? Und das zeigt natürlich auch, wie unsicher das Ganze ist. Deshalb, für mich sind das im Moment alles noch akademische Spielereien. Die Beobachtungen müssen es reißen. So, aber wir müssen ja unsere Kanalnetze dimensionieren. Wie machen wir es denn jetzt? Ne? Im Prinzip haben wir 3 Möglichkeiten. Die rechte Möglichkeit ist das Modellieren, das, was ich ja irgendwie fast ausgeschlossen habe im Moment, vielleicht geht es ja auch mal anders. Das ganz linke sind die Zuschläge, indem ich einfach nur Messwerte nehme, bekannte Werte nehme und Zuschläge draufhämmer. Das ist probat, das ist okay, ich kann dagegen nichts Schlechtes sagen. Die Weiterentwicklung liegt aber im Radar, indem ich halt sukzessive gucke, ob die Zuschläge, die ich gebe, um sicher zu sein, ob das mit den Radarinformationen, Beobachtinformationen und den beobachteten Trends passt. Und dann kann ich auch sowas machen, was jetzt auch schon gemacht wird. Ich muss mal gucken, ob ich das treffe hier. Das ist ein Beispiel wieder aus Köln. Da haben wir es mal auf die Spitze getrieben. Da haben wir Zuschlagsmodell genommen und Kanalnetzmodell drunter gehängt und dann kann man sehen, also hier Überstau 0,5, also das passiert zweimal im Jahr und 0,1 passiert alle 100 Jahre und dann kann man sehen, wo bei angenommenen Niederschlagsverteilung der Niederschlag dann so hinläuft und welche Straße nun absäuft und welches Gebäude nun nächstens mal ein Problem mit seinem Keller kriegen wird oder wo man mal den Bordstein ein bisschen erhöht, damit das Problem nicht mehr ganz so heftig ist. Wenn ich solche Bilder zeige, dann brauche ich über die Temperatur nicht mehr reden. Dann ist die Diskussion danach nur noch ich und das Wasser. Ne? Das ist einfach so, weil da kommt die Betroffenheit der Leute natürlich für den lokalen Starkniederschlag komplett durch. Ne?
Aber so, denke ich mal, wird man, wenn man über Anpassung im Kontext Stadt redet, vermutlich häufiger arbeiten, wobei der Aufwand ziemlich groß ist. Das macht man nicht in 3 Minuten. So, und damit bin ich auch im Wesentlichen mit dem am Ende, was ich eigentlich sagen will. Also, was ich auspacken wollte, war ganz praktisch, wie gehen wir mit der Temperatur um? Ich habe, glaube ich, gezeigt, dass wir der Politik Entscheidungshilfen geben können, die von ganz einfach bis aufwendig sind, aber die durchschlagsfähig sind. Beim Niederschlag ganz andere Problematik, nach wie vor hochschwierig und häufig nur mit Zuschlägen, mit gedachten Zuschlägen lösbar. Und die Lösung wird das Radar sein und das Umgehen mit Radar, die Frage, wie eiche ich an, wie mache ich das? Und damit will ich schließen, bin für alle Fragen dieser Welt offen. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Becker. Wie sieht das aus mit Fragen, Kommentaren? Da streckt sich eine Hand. Eigentlich gebirge den Stadteffekt, zum Beispiel solche Tallagen wie Chemnitz oder Stuttgart, wird er dadurch verstärkt oder abgeschwächt, weil sich ja nachts die kalte, schwere Luft unten absetzt? Gute Frage. Gute Frage. Kann man gar nicht so verallgemeinern. Hängt wirklich extrem von der orografischen Situation ab, wo Sie gerade sind. Also wir haben das Ganze für München ja auch mal gemacht. München liegt zwar nicht im Gebirge, Entschuldigung, aber hat natürlich einen Alpeneffekt, das alpine Pumpen und solche Dinge. Kann man gut simulieren, muss man aber auch im Einzelfall simulieren. Also je komplexer die Orografie ist, und das ist hier ja in der Gegend hier der Fall, dann bin ich zunehmend auf solche Modellierungen auch angewiesen. Dann muss ich es wirklich machen und dann würde ich mich auch immer schwer tun zu sagen, hier, was passiert denn, insbesondere wenn ich in die einzelnen Stadtteile gehe, was bedeutet das denn nun für einen Stadtteil? Für Jena zum Beispiel haben wir es auch gemacht, Jena liegt ja auch in so einem Kessel da, kamen relativ komplexe Strukturen bei heraus. Also eine einfache Antwort gibt es da nicht, aber es ist durch Simulation gut in den Griff zu kriegen, was die Temperaturen geht. Ne? Niederschlag ist natürlich noch mal viel schwieriger, gerade wenn ich in so einem Gebiet arbeite. Jürgen Schlegel, VW Sachsen, Dr. Becker. Sie haben den Wärmeinsel-Effekt angesprochen. Und wenn ich jetzt gerade gestern oder vorgestern bin ich auf die Eike-Seite gegangen, gehe ich öfters drauf, da sind Sie auch ein besonderer Liebling, das werden Sie ja wissen, dann bringen die immer den Wärmeinsel-Effekt, also nehmen ihre Temperaturen vom DWD, sind die angestiegen, bringen einen Wärmeinsel-Effekt dort rein und schon gibt es gar keinen Temperaturanstieg und dann auch keinen Klimawandel mehr. Wie ist denn das jetzt tatsächlich bei Ihren Stationen, denn der ist ja doch relativ groß, zumindest in den Städten, wie rechnen Sie das raus? Rechnen Sie das raus? Ja, das ist so. keine Sache. Das ist, wenn Sie die statistischen Werte haben, können Sie es ja mühelos rausrechnen. Das ist, ich sage mal, noch eine der kleinsten Übungen. Also man kann davon ausgehen, die Temperaturen, die also beim DWD veröffentlicht werden, da ist der Wärmeinsel-Effekt bereinigt. Also vorsichtig, wovon sprechen wir jetzt genau? Von einem Messwert, den wir veröffentlichen? Oder von diesen Simulationen hier? Also ich gehe jetzt ja mal davon aus, dass Sie nicht die Thermometer jetzt in Frankfurt in der Innenstadt ansetzen, sondern Sie werden sie ja draußen im Umfeld haben. Ja. So, wo der Wärmeinsel-Effekt möglicherweise, aber die Gegner behaupten ja immer, der DWD rechnet den Wärmeinsel-Effekt nicht raus. Jetzt bringen Sie es mal selber, jetzt sagen Sie es einfach mal. Also für uns ist es wichtig, also wir stehen nämlich vorne an der Front. Ja, wie gesagt, man muss jetzt höllisch aufpassen, wovon man spricht. Ja. Bei den Werten, die Sie Messwerten, die wir veröffentlichen, also Klimatologien, die Sie irgendwo sehen, da ist der Wärmeinsel-Effekt nicht draußen. Das ist natürlich einfach das, was gerade gemessen wird. Ja. Das geht ja gar nicht anders. Bei diesen Dingen hier berücksichtigen wir diese Effekte natürlich schon. Das ist ja geradezu auch ein Ergebnis. Die entscheidende Frage, glaube ich, wenn wir irgendwo eine Zahl hinschreiben, wir haben gemessen das und das, dann ist der Wärmeinsel-Effekt nicht rausgerechnet. Natürlich nicht. Das ist Messwert. Besten Dank. Ja.